Ja, perfekt. Also Video ist nach 6 Minuten abgebrochen. Passiert öfters mal. Wie man sieht, hier Laub eben weggemacht, da und da ein bisschen ordentlich. Und hier ist der Laub weg. Da geht der Rasen auch nicht so kaputt. Hab ich einfach da unter den Nussbaum geschoben. Hier habe ich noch ein bisschen Poolzeug, mein Rasenspringer von Tom. Der kommt von Tom. Und dann habe ich hier noch ein paar Stöcker liegen, das räume ich ein bisschen auf, mache ein bisschen winterfest langsam oder herbstfest. So. Poolanleitung, wie man in den Pool springen darf oder auch nicht. So, so. Gut, die Stöcker muss ich gleich wegmachen. Die lege ich einfach da auf den Stapel mit zu den anderen. Und dann kommt nach und nach jetzt das alles weg, die Stöcker weg, die Poolpumpe baue ich ab. Den Dino schmeiße ich jetzt da rein. Theoretisch kann man auch wieder rein. Kann man noch reingehen, wenn man sich traut. Ja, mit Dino. Wasser lasse ich drinne. Den Scammer hin und wieder mal sauber machen, damit das nicht da so. Wenn man sich hört, ja, läuft noch. Perfekt. Also von oben wird das alles abgescammt. Das Ding heißt so. Das räume ich jetzt auf. Ich stelle alles dahin. Ein bisschen. Auf einen Haufen. Bei nächster Gelegenheit bringe ich mir ein bisschen Brennholz mit. Oder habe ich noch in meiner Brennholztonne da. Hier habe ich eine Brennholztonne für den Winter oder für sonst so. Guck mal reingucken. Oh, Holzbrett. Bisschen Holz. Da hinten im Garten habe ich noch eine Tanne. Da hinten kann man das nicht sehen. Das ist eine Tanne, die muss noch weg. Die ist alt. Das räume ich jetzt hier weg. Räume ich auf. Schiebe das alles da unter den Nussbaum. Und dann war es das schon. Keine Ahnung, erstmal über 6 Minuten, das jetzt so 3-4 Minuten. Habe ich hier natürlich dann noch altes Handtuch hängen, da und altes T-Shirt, da. Das bleibt da hängen, kann man sich mal die Hände abwischen, da stört da keinen. Sieht zwar ein bisschen komisch aus, aber für den Garten reicht das. So, soweit für ersten Mal reicht das. War die, bis die Blätter abgefallen sind vom Baum. Und schiebe das dann alles unter den Nussbaum, da. Oder die letzten Jahre habe ich immer die Blätter hier in meinem Laubsack gehabt. Das ist mittlerweile aber Blumenerde von geworden. Bin ich am überlegen, ob ich die Blätter von diesem Jahr einfach hier oben drauf mache und mir dann bis nächstes Jahr neue Blumenerde mache. Weil der Kübel war mal komplett voll. Blumenerde weggenommen für Pflanzkübel und so. Brauche ich also nicht zu kaufen. Und so sieht es aus. Stört keinen, ich freue mich. Die Igel freuen sich, die Tiere freuen sich. Lasst ein Abo da. Marek Eulenburg, 937 Abonnenten bei YouTube, glaube ich. Daumen da lassen, liken, kommentieren. Und ich glaube, ab 1000 Follower, Abonnenten gibt es auch mal Gewinnspiele. Ich habe noch ein paar tolle Sachen im Büro liegen bei mir. Die habe ich zugeschickt bekommen. Ich muss noch ein paar Pakete auspacken. Ich glaube, da werde ich einfach ein paar Wunschtüten packen. Oder ein paar Überraschungstüten. Und die verlosen oder so. Oder verschenken. Keine Ahnung. Hauptsache, ich bin das Zeug los.
ein paar gute Sachen bei, nicht alle, aber besser als gar nichts. Und ja, das war's. In Wirtschaft war's. Ich werde ein bisschen schneiden. Gucken, ob der Besuch kommt oder nicht. Ach, sie bringt ihre Tochter mit, glaube ich. Na cool, was passiert? Ich schneide jetzt noch ein bisschen. Gibt nachher Pizza. Garten ist erstmal geklärt soweit. Und bis dann. Ciao. Perfekt. Sieht wie einigermaßen gut aus. So kann man das lassen. Ja. Bye. Ciao.